Die MRC Adler haben noch zwei Spiele, bis Weihnachten auch für sie vor der Tür steht. Und sie rennen mittlerweile der fünften Heimsieg hinterher. Das war falsch gesagt. Sie haben jetzt fünfmal hintereinander nicht gewonnen zu Hause. So rum muss man sagen. Gestern haben wir ein 4:5 gegen Rating. Und eigentlich hätten sie dieses Spiel klar gewinnen müssen, denn sie waren die wesentlich bessere Mannschaft. Verloren haben sie es allerdings am Ende, weil sie ein Tor bekommen haben in der Verlängerung, das so ein bisschen aus dem Lachkabinett zu scheint. Du, heute kriege ich es nicht zusammen. Es könnte aus dem Lachkabinett gewesen sein. So rum. Meine Güte. Es gibt manchmal Tore im Eishockey, da muss man schlicht und ergreifend lachen, sonst ärgert man sich schwarz. Bibi Appel im Adlergehäuse wird wohl das zweite tun. Ratingen dagegen eine einzige Jubelgemeinschaft. Verlängerung kurz vor Schluss. Und Beraldo schießt den Puck einfach über den sich, wohlgemerkt duckenden, Appel ins Netz. Selten gesehen, daher auf jeder Hitliste Tor des Monats. Dabei schien die ganze Angelegenheit schon gegessen. Mannheim im zweiten Drittel in Überzahl, Richer knallt drauf und ebenso kurios irgendwie fällt die Scheibe ins Netz, 4:2. Die Adler gestern endlich mal wieder mit Tempo und Einsatz klar Ton angeben, mit Chancen haufenweise. Zum Beispiel nach diesem Foul an Gehrig. Pavel Groß und der Kampf Mann gegen Mann, Penalty. Der Sieger heißt Ian Wood und steht im Ratinger Kasten. Vergeben die einen, treffen oft die anderen, eine Uraltweisheit im Sport. Die Ratinger legen nach, letztes Drittel, und sie zeigen, dass auch sie Überzahl spielen können. 5:3 Powerplay und das 3:4. Noch 5 Minuten zu spielen. Keine 30 Sekunden später, erneuter Jubel. Für die Ratinger fast ein Wunder, das 4:4. Danach haufenweise Chaos-Szenen vor dem Gästetor. Doch wer im Tief ist, hat meistens auch noch Pech. Das kleine schwarze Ding ging und ging nicht mehr über die Linie. Ratingen nur noch im eigenen Drittel wehrte sich mit Mann und Maus. Und dann hatten sie ja auch noch das Glück in der Verlängerung. Das 4:5 völlig unverdient und dennoch reichlich lustig. Und so mussten sie in die Kabinen mit einer Niederlage, obwohl sie eigentlich schon gewonnen hatten. Schade. Auch wir fighten um jeden Preis für unsere Kunden. Im Promarkt Mannheim auf den Flanken. Tja, eben bei meinen Versprechern, da musste lachen der Lance Nefery und sagte mir gerade, normalerweise passiert ihm das, jetzt ist es mir passiert. Lance, sprechen wir über das Spiel von gestern Abend. Das war ja nun wirklich völlig unnötig, denn ich habe es ja vorhin gesagt, ihr wärt die klar bessere Mannschaft. Und endlich mal wieder auch vernünftig gespielt. Ja, das war wahrscheinlich unser bestes Spiel in den letzten 10 Spielen, aber das ist Sport manchmal. Die bessere Mannschaft hat verloren. Wir müssen mit das leben, es ist auch Glück hin und her. Und schlussendlich, das Resultat Das ist das Einzige, was zählt. Genau, und man sieht das überall. Ich habe Samstag Abend Fußball zugeschaut und hat Dortmund 1:0 in Freiburg gewonnen. Mhm. Auch völlig unverdient, aber nochmals. Das ist Sport und darum ist Sport auch interessant. Ja, glaube ich auch. Aber die letzten 10 Spiele, da hast du es gesagt, da hat es nicht mehr so ganz geklappt. Wir haben ja oft darüber geredet, was ist es denn nun? Ist es ein Tal, in dem ihr drin seid? Ist es etwas, was automatisch nach letztem Jahr, nach diesem Erfolgsjahr kommen musste, dass man mal in so eine tiefe Krise reingeht? Oder ist sie gar nicht so tief? Oh, ein Tief ist das sicher, ist keine Krise. Aber wir müssen einfach ruhig weiterarbeiten. Meine Arbeit im Moment ist 99% psychologisch und 1% Eishockey, weil die jungen Spieler sind verunsichert. Jeder gibt seine Beste. Gestern haben wir sehr hart gearbeitet, auch in Rosenheim am Freitag haben wir hart gearbeitet. Und wenn der Tor nicht hineingeht, ist jeder etwas frustriert, etwas nervös. Und die jungen Spieler haben weniger Erfahrung in diesem Fall. Und die können auch nachhinein sehr viel von dieser Tief lernen. Du hast es schon öfter mal angesprochen, man kann daraus was lernen. Aber was kann man denn konkret aus einer Niederlage, wie ich sag mal, einem 0:7 gegen Schwenning oder einem 0:9 in Landshut, ja, was kann man daraus nehmen und was kann man daraus lesen und lernen? Oh, man kann erst lernen, man muss das Spiel besser vorbereiten. Dass jede Mannschaft in der ganzen Welt hat so ein Tief irgendwo, irgendwie. Man muss auch lernen, als eine Mannschaft ist der einzige Weg aus. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Man kann nicht alleine alles machen. Es ist 22 Mann plus der Trainer,
Plus de betreuers, jeder muss seine Arbeit gut machen, weiter sehr hart arbeiten, zusammenarbeiten und wir werden auch wieder stark sein. Wir haben schon 40 Punkte, wir haben ihn nicht vom Himmel geholt. Wir sind eine gute Mannschaft und wir werden auch in der Zukunft nochmals eine gute Mannschaft sein. Jetzt gibt es ja viele Stimmen, die sagen, das Loch musste mal kommen, das Tief musste kommen. Ist es nun einfacher, wenn man eine junge Mannschaft hat, weil die schneller vergessen? Oder ist es besser, wenn man eine ältere Mannschaft hat, weil die einfach erfahrener dann auch ist? Ja, beidseitig eigentlich. Obwohl eine erfahrene Mannschaft hat wahrscheinlich mehr Ruhe als eine junge Mannschaft. Aber ein junger Mann sollte das auch sehr schnell vergessen und einfach vorwärts schauen. Und das müssen wir machen. Wir spielen Freitag zu Hause gegen Kassel. Mhm. Und wir müssen einfach vorwärts schauen, nicht frustriert sein, wieder hart arbeiten, unsere Torchancen dann besser ausnutzen, das Spiel gewinnen und mit das Erfolgserlebnis weiter. Ja, ja, ja. Jetzt hat der Manager, der Markus Kuhl, ja auch schon davon gesprochen, dass man personell sich ein bisschen Gedanken macht über den Winter hinaus. Muss man ein paar Erfahrene holen? Muss man da ein paar Bestandteile zu dieser Mannschaft dazufügen, wo man sagt, wirklich, diese Leute müssen erfahren sein, die holen uns auch aus solchen Löchern raus? Ja, wir werden diese Saison wahrscheinlich nicht mehr neue Spieler holen. Es ist nicht sicher, es kommt vom Mann, was mit der Verletzung passiert ist. Aber wir suchen auch einen Torjäger, und das ist ganz klar. Wir brauchen ein starke zweite Linie, das auch die Torverantwortlichkeit übernehmen können von unserer ersten Linie. Das ist sehr stark. Und nochmals, wir schauen ruhig überall die ganze Liga, nicht nur auf eine oder zwei Spieler, sondern auch auf junge Spieler weiter. Wir werden auch unser Konzept. Also das Konzept geht so weiter. Garantiert. Ja, wir werden auch. Man kann nicht 22 Jahre alte Spieler haben, muss man auch erfahrene Spieler in der Mannschaft haben. Und wir werden auch die suchen. Seit gestern geistert ja der Name Mike Bullard durch den Raum. Das heißt, Landshut hat gesagt, man würde ihn eventuell abgeben. Natürlich kam gleich Mannheim ins Gespräch. Ein Mann, der letztes Jahr, vorletztes Jahr Torjäger war, der sicherlich aber auch einen Haufen Geld kostet. Wie weit ist Interesse da vom MERC an Mike Bullard? Ja, wir haben sicher Interesse an Mike Bullard wie jeder andere Spieler, das frei ist. Es gibt nicht etwas konkret jetzt. Ich meine, er ist ein guter Freund von mir, wir reden oft zusammen, ja. Aber es gibt kein Angebot auf dem Tisch, keinen Vertrag unterschreiben. Und wir müssen das ruhig in den nächsten 4 bis 6 Wochen diskutieren. Und ob er zu unserer Mannschaft passt, ist er finanziell auch innerhalb unserer Raum und so weiter und so weiter. Es gibt viel zu überlegen. Ja, jetzt geht diese Vorrunde ja bald zu Ende, noch 2 Spiele, ich habe es gesagt, Freitag und Sonntag, dann gibt es eine Zwischenrunde, dann erst geht es in die Playoffs. Es wird ja viel diskutiert über diesen Spielmodus vor der Runde. Ich finde ein bisschen Unsinn, muss ich sagen, weil diese Zwischenrunde mit geraden und ungeraden Mannschaften, manchmal versteht man es gar nicht mehr. Was sagst du dazu? Ich habe auch die gleiche Meinung, aber ich kann persönlich den Modus nicht ändern. Wir müssen mit das leben. Es gibt viel zu diskutieren in Eishockey. Und ich glaube, wir müssen in der Zukunft ein viel besseres Image machen und viele Dinge ändern, dass wir unser Sportart besser verkaufen, weil es ist eine sehr schöne Sportart. Ja, es wird ja immer über dieses Image gesprochen. Wenn man dann die Schlagzeilen immer wieder liest, dann sind es wieder Vereine, die einen Konkurs machen. Hannover hat mal ein gutes Beispiel, die zwar jetzt irgendwo wieder weitermachen, Preußen, Berlin, alles Mögliche im Gerede, wer eben kein Geld mehr haben soll angeblich. Wie kann man dem entgegentreten? Mannheim wirtschaftet nun mittlerweile vernünftiger, aber die größte Schlagzeile ist meistens die, ja, negativ, dass es nämlich Schulden gibt hier und da. Es ist eigentlich klar, eine Schiff ohne Ruder ist auch unsteuerbar. Und wir brauchen oben in jeder Mannschaft, oben in der DEL, starke Persönlichkeit, das alles wieder in Ordnung bringt. Nochmals, ein Geschäft ohne einen Geschäftsführer kann nicht gut laufen und das ist unser Hauptproblem, in meiner Meinung. Ja, der Verband krankt sicherlich irgendwo. Letzte Frage, Lance, Weihnachten steht vor der Tür, die Familie ist in Atlanta. Wie sieht das Weihnachten von Lance Nefferi aus dieses Jahr? Ja, wir werden mit der Familie in Mannheim Weihnachten feiern. Die fliegen an der 23 hierhin und es ist auch sicher etwas anderes für meine Tochter. Weihnachts hier in Europa und in Deutschland ist, wir können auf den Weihnachtsmarkt gehen und so weiter und so weiter. Es gibt ein sehr gutes Erlebnis auch für meine Tochter. Ja, ich weiß, dass er die Tochter